Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sadu mit einer neuen Folge Grounded. Ein Angezockt ist das hier. Das ist die zweite Folge. Wir haben ja noch nicht wirklich viel geschafft, aber wir haben viel gesehen. Wir haben uns den Speer gebaut und die Axt konnten wir uns irgendwie noch nicht bauen, weil wir halt dieses Woven Fiber brauchen. Und jetzt geht das. Schaut mal hier. Jetzt kann man das craften. Vorher ging das nicht. Komisch. Na, wer weiß. Wir craften einfach mal. Wie viel brauchen wir? Drei, glaube ich. Ah, man bekommt immer zwei. Alles klar. Jetzt haben wir natürlich unsere ganzen normalen Fiber aufgebraucht. Naja, egal. Aber jetzt müssten wir doch definitiv die Axt bauen können. Ja, können wir. Ist die automatisch auf der 2? Nein. Naja, wir nehmen die Axt sogar mal auf die 1. So, oh, wir brauchen unbedingt Wasser. Schaut mal, da links unten die Anzeige. Hier hinten gab es Wasser. Ich glaube, das war. Wartet mal, wir hatten doch aber. Nee, wir hatten noch keinen. Sauberes Wasser gefunden. Wir müssen uns beeilen. Nicht, dass wir verdursten da. Schaut mal, wir verdursten. Ah nein, 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 nein. Das ist die Ausdaueranzeige. Ah, Panik. Ja, es ist eklig, ich weiß. Verlieren wir da? Ach, wir verlieren da. Schaut mal. Wenn wir verschmutztes Wasser trinken, verlieren wir extrem viel Nahrung. Wie es scheint, erbrechen wir uns dann oder was? Aber ich habe gerade gesehen, da oben gibt es sauberes Wasser. Seht ihr das, diesen Tropfen? Anscheinend. Ja, und wie kommen wir da hoch? Wartet mal, wir haben eine Axt. Wir haben eine Axt und wir fällen jetzt das Teil hier. Müsste ja der Tropfen runterkommen. Ja, da liegt der Tropfen. Nice. Wunderbar. Also immer auch die Augen nach oben richten. Okay. Das scheint sowas wie. Ja. Wie Bretter zu sein. Bisschen vollgeladen. Aha, das kann man gar nicht in den normalen Inventar reinpacken. Brauchen wir das jetzt eigentlich? Müssen wir noch irgendwas anderes machen? Wir gehen jetzt mal den Tutorial hinterher. Auf jeden Fall müssen wir neues Fiber uns organisieren. Aber das wächst ja hier überall. Und wir müssen, was müssen wir bauen? Wilde Lean-To. Was ist denn Lean-To? Nur hier Basenbau oder beziehungsweise Häuser. Lagerfeuer. Lean-to hier. Ah, wo man schlafen kann. Cloverleaf. Blätter. Okay, wir brauchen Blätter. Ja, es wird Nacht. Nachts könnte es sein, dass dann Spinnen ak aktiv sind. Ja, das sind nachtaktive Tiere. Insekten. Dann sollten wir mal schleunigst uns so eine Unterkunft craften. Dazu brauchen wir aber diese Blätter. Wo bekommen wir diese Blätter her?
Müssen wir das erst analysieren? Ja, wir werden das erstmal analysieren müssen. Aber wir haben ja diese Blätter noch gar nicht. Oder haben wir die im Inventar? Nein. Ja, dann machen wir als erstes mal Unblock the Abstract Laser. Dass wir das Teil da fällen, was den Laser blockiert. Wieso hast du rote Augen? Was ist das? Achso, ja, das ist die Maschine. Da hinten. Immer alles einsammeln, was geht. Ich glaube, diese kleinen Steine haben wir genügend. Ne, haben wir gar nicht genügend. Nur sechs. So. Hier, dieser Grashalm blockiert den Laser. Okay. Linke Maustaste gedrückt halten bringt nichts. Wir müssen tatsächlich zuschlagen. So, jetzt ist der Laser da. Jetzt müssen wir noch finden, was den anderen Laser schwächt. Das ist da hinten. Dort hinten müssen wir hin. Ja, Lean-to bauen ist schon klar, so eine Unterkunft, aber wir haben halt diese Blätter nicht dazu. Mal, da gibt es Blätter. Können wir die so nehmen? Nö. Wir werden mal das hier abholzen. Das geht ja einmal frei. Müssen wir die abhacken? Ist unsere Axt kaputt? Was ist los? Wieso können wir das nicht abhacken hier? Los, Damir. Kostet alles Ausdauer. Verstehe ich nicht, warum wir das nicht. Wer weiß. Ey, Ameise, alles klar. Lass uns zufrieden. Wir lassen dich auch zufrieden. Alles klar. Willst du uns tragen? Nö. Wo ist denn der Laser? Ah, da, schaut mal. Anderes Geräusch, also. Ameise greift uns an. Au, was denn jetzt? Hä? Attacken? Was greift uns denn an? Ich bin verwirrt. Hä? Hier springt irgendwas. Ey! Irgendein Vieh greift uns an. Ich sehe das kaum. Es ist übelst dunkel. Irgendwas ist zerplatzt. Sieht aus wie so eine Zecke, oder? Uch, du Kacke! Eine Riesenspinne! Geh weg! Ja, klar! Wir kämpfen gegen so eine kleine. Ja, gegen so ein kleines Vieh da. Gegen so eine kleine Zecke. Und dann kommt auf einmal aus dem Busch so eine Riesenspinne. Wolfsspider. Gekillt von einer Wolfsspinne. Verdammte Hacke. Ich hab's gewusst, dass sowas passiert. Dass so ein Riesenspinnenmonster kommt. Nein, nein, wir bleiben beim Pete hier. Wir wechseln nicht den Teenager. Ja, Respawn. Wo respawnen wir denn? Ich hoffe nicht in der Nähe dieser Wolfsspinne. Ach, ganz hinten. Oh, ist eine Ameise. Oh, Scheibenkleister. Schaut mal. Unser ganzes Inventar ist leer. Oh. Das heißt, wir müssen da hinrammeln.
Ja, wir können Attacken blocken. Ich glaube, bei der Wolfsspinne hat das, war das egal. Die hat. Da war das komplett Wumpe, ob wir da eine Attacke blocken. Ich habe da nur irgendwie ran springen sehen und dann hieß es wegrennen, aber die hat 8 Beine. Das ist doch kompletter Beschiss. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Können wir hier hochklettern? Ja, hoffen wir mal, dass diese olle Wolfsspinne weg ist. Take all, natürlich. Wie soll man denn gegen so ein Monster bestehen? Oder wir warten, bis Tag ist. Weil, wenn das nachtaktive Räuber sind. Also, Spinnen sind ja wirklich nachtaktive Räuber. Ich würde ja so ein Lean-To bauen, aber uns fehlen halt diese. Ich habe was gehört. Uns fehlen halt diese Blätter. Es greift uns jetzt schon wieder an. Irgendwas hat uns durch die Kante geschmissen. Das war da jetzt noch schon wieder diese Spinne, oder? Doch. Oh. Also nachts sollten wir, glaube ich, nicht unterwegs sein. Das hat keinen Sinn. Dadurch, dass diese Spinnen hier nachts unterwegs sind, da siehst du kein Land. In Zentimeter werden die Entfernung hier übrigens angegeben, sehe ich gerade. Genial, wir sind so groß. Oder wir sind ein Stück größer als eine Ameise. Wir brauchen, müssen uns unbedingt so ein Lean-To bauen, damit wir schlafen gehen können. Weil nachts hat das keinen Sinn hier. Gegen diese Wolfsspinnen haben wir keine Schnitte. Wir laufen zu unserem. Also wir nehmen unser Zeug, unser Glumbe. Und dann laufen wir zu unserer Unterkunft. So, und jetzt nichts wie weg hier. Gibt's was zu trinken? I, nee. Was war das? Ist das der Weg zu unserer Unterkunft? Oh, das ist der falsche Weg. Da ist die Maschine. Das ist der kaputte Laser oder der schwache Laser. Wir können ja auch mal so eine Planke mitnehmen. Gibt es eine Map? Ah, es gibt eine Map. M ist Map. Dort müssen wir hin. Wir sind jetzt hier, also müssen wir nach, ja, ich würde sagen nach Westen, aber wir haben keinen Kompass. Müssen wir uns ein bisschen drehen. Ja, in diese Richtung. Dort ist dieses Labor. Oh, man kann auch schwimmen. Aha. Es ist dunkel. Wir ertrinken. Oder auch nicht. Wie kommen wir denn hier raus? Aha, es war wie so eine Höhle. Das war doch vor uns noch nie da. Ah, ist so ein Rüsselkäfer. Ich nenne ihn einfach mal Rüsselkäfer. Ich weiß nicht, ob das ein Rüsselkäfer ist, aber jedenfalls ist es ein Käfer. Was seid ihr? Blattläuse? Da ist unsere Unterkunft. Sehr schön. So, hier ist Licht. Da kommen hoffentlich keine Spinnen hin. Das können wir analysieren.
Was ist das? Einen Beutel? Wo haben wir denn das aufgelesen? Das hat diese Zecke fallen lassen. Achso, das wird alles immer so in Beuteln dargestellt. Oh, Armor. Rüstung. Können wir Rüstung jetzt zusammenzimmern? Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber das Wichtigste ist halt erst einmal so einen Schlafplatz zu craften. Was ist das für Zeug? Eine Augenklappe? Ja, wir brauchen halt diese Blätter. Was gibt es denn noch für Werkzeuge? Aha, einen Hammer, wo wir größere Sachen zerschlagen können in kleinere Sachen. Damit dann Blätter herstellen, das macht doch irgendwie auch keinen Sinn. Wir craften es einfach mal. So. Natürlich mit der Axt, Mensch. So, jetzt haben wir diese großen Sachen. Dann nehmen wir den großen Hammer. Und das passiert nichts. Die Teile können wir auch werfen. Brauchen halt diese Blätter. Das ist das Problem. Jetzt können wir der Wolfsspinne in ihre 8 Augen ballern. Nee, nee. Können wir nur davon rennen, aber hat ja auch keinen Sinn, da davon zu rennen. Wo bekommen wir diese Blätter her? Vielleicht mit dem Hammer auf die Blätter hauen? Draufkloppen wie so ein Held? Schaut mal, da oben gibt es wieder was Leckeres zu trinken und da leuchtet irgendwas rosa. Aha. Ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge zu entdecken. Grashalmfeld. Wo ist das zu trinken? Dort. Bleib stehen. Oh. Sauber und schön. Ich habe halt Schiss hier irgendwie weiterzugehen. Wegen diesen Wolfsspinnen. Nachts sieht sowieso immer alles bedrohlicher aus. Oder was meint ihr? Musik wird auch schon wieder bedrohlicher. Wir wollen kein drittes Mal sterben. Wir gehen mal lieber zurück. Hat keinen Sinn. Und hier haben wir auch keine Blätter gesehen. Wir haben jetzt diesen Hammer. Vielleicht bringt der was geben bei diesen Blättern. Wir wollen doch nur dieses Lean-To bauen. Schaut mal, hier gibt es Blätter. Sind das Blätter? Komm, wir zagen jetzt hier.
Ah, Stufe 2. Zeigt's da an. Ja. Ja, wir sollten die Welt erkunden. Würden wir ja gern machen. Aber da gibt es solche achtbeinigen Viecher, die haben was dagegen. Ich glaube, jetzt haben wir das Richtige, oder? Ja! Habt ihr gesehen? Das sind wie solche, ja, Kleeblätter. Na also. Wie viel haben wir denn jetzt davon aufgelesen? Ich glaube, drei brauchen wir. Los, nichts wie zurück hier. Brauchen unbedingt einen Kompass. Aber wir haben ja eigentlich hier diese Map. Ja, hier geht's zurück. Wir wollen nicht zum dritten Mal von so einer Spinne gekillt werden. Nein, nein, nein. Aber jetzt bauen wir uns wenigstens noch diese Unterkunft zusammen. Linto. Aha. Ja, wir setzen das hier hin. Mit Q und E drehen. Setzen das einfach hier hin. Wird das jetzt gebaut? Aha. Müssen wir mit einem Hammer noch. Oh ne, einfach nur E drücken. Aha. Schlafen. W ist schlafen. Ja, dann schlafen. Ja. Bereit für ein kurzes Nickerchen. Sind wir gewesen. Na gut. Da haben wir wenigstens noch was geschafft, ja. Und wir haben natürlich auch die Monster dieser Welt hier entdeckt. Diese Wolfsspinne. Da hattest du überhaupt gar keine Chance. Die hat einmal zugeschlagen und wir waren finito. Ich bin gespannt, was das Game noch auf uns, für uns bereithält. Auf jeden Fall müssen wir uns eine Fackel irgendwie noch machen. Wozu eigentlich? Nein, eigentlich brauchen wir gar keine Fackel. Nö. Im Dunkeln gehen wir einfach schlafen. Wir wollen ja dieser Wolfsspinne nicht begegnen. Genau. Ja, wir werden weitersehen. Wir müssen uns auf jeden Fall um diesen schwachen Laser kümmern. Das werden wir tun. Und das Ganze erfolgt dann in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schmeißt was in die Kommentarleiste, wie euch das Spiel gefällt bisher. Und rechts unten gibt es natürlich noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Sahadum.